Es ist aber dunkel. Oh, meine Mauseinstellung. Moment. Ja, die ist viel zu hoch am Anfang. Die ist genau perfekt für 360s. Wo kann man denn die einstellen? Ah, sonstiges. Wow, nicht bei Steuerung. Well, ah ja. So, kriege ich da keine Erklärung. Noch Moment, du kannst mal eine Taschenlampe nehmen. Du kannst schon die große da nehmen. Der EMF-Sensor und das Rundfunkding. Ist eigentlich eh selbst erklären, ist eigentlich wie ein Phasmophobia. Die drei Gegenstände da drunter, also die Salze da und die Sachen, was alles da hinten liegen, bitte alles liegen lassen. Das ist eigentlich nur Zeug, um den Geist nicht zu fangen. Da hinten ist dann der Pokéball in der Mitte. Und fangen. Das rechts, das Teil und das linke, die beschützen dann den später vom Angriff, aber es gehört auch zu dem Ritual. Okay. Also, wir müssen jetzt ganz am Anfang einfach mal feststellen, was ist es für ein Geist? Wenn du Tabulator druckst, oder? Ja. Gut, das Menü wie im Phasma, oder? Okay, ja. Und oben rechts gibt es dann Abfassung des Gespenstes, oder? Der ist jetzt noch nicht verfügbar. Okay. Erst wenn man das, Geist ausgewählt hat. Wenn man ausgewählt hat oder fixiert hat, dann zeigt es uns auch, welches Ritual wir durchführen müssen, damit man fangen können. Klar. Da draußen ist so ein komisches Gerät, da müssen wir es einloggen. Da haben wir drei Versuche. Da hinten ist so ein Computer, da können wir notfalls noch Gegenstände wieder neu kaufen. Okay. Und da sind die Dinger, wo wir Zusatzgeld kriegen. Da. Ah ja. Gibt es sowas wie einen Temperatursensor auch? Ja, der da. Schon. Ah, alles klar. Mit Rechtsklick haust du es wieder an, am Boden zum Beispiel. Da kann es jetzt auch auf plus 50 Grad zum Beispiel auch gehen, oder? Mal ja. Okay, oh, hat mal schön. Das Ding wird gerade verbrennt, ja. Nein, das müssen wir wieder rausnehmen, das müssen wir wieder rausnehmen. Weil das brauchen wir eventuell fürs Ritual denn. Oh, das Witcherboard wird geschlagt aus. Gibt der buchstabiertes Board oder was? Oh, und er hat der Gestalt gekritzelt. Ja, also jetzt kannst du mal bei Notizblock menschlich und Ouija-Brett bewegt sich von einer Ecke in die andere. Okay. Was haben wir denn überhaupt für Aufgaben? Achso, ey, schau mal schön. Fotos von den Spuren des Gespenstes, machen sie ein Foto von einem Geisterangriff, das verfluchte Kinderspielzeug ins Auto mitnehmen. Ah, mit dem Gespenst per Rundfunk sprechen. Also es kann dann irgendein Teddy sein oder Holzeisenbahn oder so ein Rechenschieber. Blauer Fußabdruck am Boden. Wo? Da in der Küche. Da müssen wir ein Foto machen. Ich hab Kamera. Ja, mach ein Foto. Wo? Hat die Kommando mit der Drohne, weil die leuchtet so noch. Darf ich da auf das Foto mit drauf? Ja. Du bist dabei. Nice, danke. Deine Augen leuchten. Okay, warte mal, den können wir auch mal Fußspuren eingehen. Weil es gibt Fußabdrücke, hinterlässt keine oder Blutflecken. Also Fußabdruck, also es ist mal schon der Poltergeist. Ja. Schon? Dann nimm du den Temperatursensor, weil so faul ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr. Such du mal der kälteste Ding, dann. Soll ich der Dings abgehen, der Radioempfänger? Ja, dann kannst du einfach runter in den Hauptraum mal legen. Er fängt dann schon mit der Zitat zum Reden. Also er knurrt oder weint ans Verboden. Oder gar nichts, das kann auch sein, dass gar nichts durch. Ah, das ist was anderes. Ja, das Brettle und das haben wir eigentlich gelöst. Die Voodoo-Puppe ist keine Interaktion, oder was? Sonst hätte er ja schon was drin gemacht. Wer weiß, vielleicht tut er noch was. Kann ich nicht gleichzeitig Taschenlampe und... Nein, aber für das brauchst du die Drohne, oder? Die hat nämlich dann immer... Das ist ja fix-OP. Das ist richtig, ja. Und der UV-Licht hat es ja gerade ohne, oder? Und das ist vernünftig. Ich höre da Türen, wo von selber aufkommen. Das bin ich mache da Türen auf. Ja, ich im oberen Stock. Ach, ja, du bist es. Ja, da hat der Partikelding gerade ausgeschlagen, da, aber nur ganz kurz. Ist an dir vorbei partikelt. Mhm. Oh, ah, er schlappt mich. Tschüssi. Er hat mich nach oben verschleppt. Oben links. Hilfe.
Dann hat er die Tür zugemacht. Hatte man so einen Angriff, hätte man wir müssen sowas fotografieren, glaube ich. Aber, ja, ich hätte selber die Kamera gehabt. Ich kann mich, glaube ich, schlecht selber fotografieren, oder? Das ist aber relativ schwierig, glaube ich, weil da musst du gerade im richtigen Moment da sein. Also das Kälteste, was ich da finde, sind 19 Grad. Wo bist du? Vielleicht kann ich ein Foto von dir machen. Im oberen Stock. Dann musst du vielleicht warten, bis ein Attack ist oder irgendwie sowas, weißt du? Aha, jetzt sind es da bei mir 11 Grad. Ist oben rechts, oben links. Ich höre meinen Herzschlag. Direkt bei der Treppe. Ah, ich bin auch bei der Treppe. Artikelzähler ist 100 bis 500. Also Alter ist durchschnittlich. 100 bis 500. Nein, ich war... Oh, da geht's in den Keller, aber da mag ich nicht rein. Ah, du warst... Du warst zur Kellertreppe und nicht... Ah, servus. Was kann man neu stellen? Artikelzähler 100 bis 500. Das habe ich schon. Das bräuchte man nicht. EMF, spielt das überhaupt noch eine Rolle? Was hat den Thermometer vorher gehört? 11 Grad bei der Treppe oben. Minus 11 Grad. Nein, plus 11 Grad. Ah, dahin hat es minus. Dahin hat es minus. Es ist eigentlich eh wurscht. Es ist eh wurscht, weil wir den Geist schon haben. Wir brauchen, glaube ich, nur noch den Rundfunkempfänger und Voodoo-Puppe, die zwei ändern noch was an der Stimmung. So minus 1 war das Kälteste bisher. Okay. Ja, das stimmt. 5 bis minus 5 ist richtig. Der EMF können wir eigentlich weglassen, das interessiert kein Mensch mehr. Brauchen. Müssen wir alle Fußabdrücke fotografieren? Nein. Ich glaube, Voodoo-Puppe können wir echt keine Interaktion. Aber Mensch. Ob er noch knurrt, wäre noch gut. Aber das Ding liegt da schon lange da, nicht? Aber da muss er interagieren, glaube ich. Rundfunkempfänger. Ah, bist du böse? Hello! Hello! I am scared. Ich hab da ein Rundfunkding. Aber wir hätten eigentlich zwei Dinge, wir könnten eigentlich auswählen. Ich habe Angst. Oh, ich könnte es eigentlich. Wir könnten es eigentlich. Wo bist du? Muss ein Foto machen, wie die entführt. Ist wirklich oben oder fake oben? Nein, wirklich oben. Da ist hier die Taschenlampe. Ah, ja. Ich war gerade da im Raum drin. Da hinten. Ich hoffe, er attackiert dich. Ich bin mit der Kamera da. Ich habe Angst. Ah, ich sitze da. Mein Herz schlagt schneller. Nimm. Oh, ja, ist ganz kalt. Nein, du sollst nicht ins Eck steuern, Saldinia. Ich muss ein Foto. Ich habe ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob es gehalten hat. Help me. Ah! Mann, ich bin nicht so schnell, ich will ein Foto machen. Pass gut, ich lebe. Ich bin wieder da. Okay, ich hoffe, es hat geklappt. Ja. Schau mal, König. Ja, da ja, ist ja. Der verfluchte Spiegel. Da kann man im Haus drin schauen, wo sich der Geist befindet, gerade. Wo hast du den Spiegel? Da, auf dem Boden habe ich ihn gehauen. König, ich glaube, das Foto hat nicht zählt. Schade. Weil auf dem Bildschirm ist zwar ein Foto drauf, aber es hat nicht so. Können wir mal das Spielzeug noch suchen? Ja. Das müssen wir ins Auto bringen. Es kann ein Teddybär sein, eine Holzeisenbahn, ein Rechenschieber. Das kann alles möglich sein. Wow, wer schenkt sich dem Kind einen Rechenschieber? Ja, das habe ich mir schon gefragt. Nur Eltern, wo ihr Kind hassen. Nein. Du vielleicht? Are you angry? Als Mathelehrer. Ich probiere mal mit dem noch zum Reden, weil das wäre auch noch eine Aufgabe. Gut, mach du das. Aber das ist das eine Aufgabe? Nein, du musst ein Foto machen. Nein, nein. Fuß, das ist schon Aufgabe, aber nicht. Dass man das Item dann in die Hand nehmen kann, oder? Und dann kommt eine Meldung. Ja, du musst es ins Auto bringen, das Spielzeug. Ja, aber wenn ich eine schaue, dann seht man es. Ja, ja. Okay, oder so wahrscheinlich. Ich glaube, ich bin mir jetzt hier. Das sind die Fußabdrücke. Oh, da. Wir haben gefunden. Was? Der Geist oder das Spielzeug? Den Turn ins Auto. Hauen ins Auto. Oh, hinter mir war er, glaube ich. Ich glaube, der will nicht, dass du den Teddybär mitnimmst. Hau ihn einfach ins Auto. Are you angry? Jawohl, gut. Hast du tu mal den Rundfunkempfänger wieder hin? Das ist das Einzige, was uns fehlt, wäre der neue in meiner Hand. Probieren wir das Foto nochmal, komm. Wir müssen ja mit dem reden. Was brauchen wir für ein Foto genau eigentlich? Warte mal. Are you angry? Ein Foto von einem Angriff. Bitte helfen Sie mir. Ich habe Angst, Horror, Schreck. Also ich bin ready, okay. Ich hab die Kamera. Ja, dann suche ich jetzt mal den kalten Raum wieder, oder? Okay, da hinten ist die Sauna.
Nein, nein, das ist nicht so wie im. Es ist nicht so wie im Phasma, dass er immer noch im Raum bleibt. Der wandert ständig. Ah, weinen. Weinen. Ja, okay. Ich hör's. Okay, nicht, das heißt, wir haben beunruhigt, also wir haben den Geist. Er ist aber ein süßer Bolle. Markus? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Warte, der kommt schon wieder. Du schaust schon aus wie ein Geist eigentlich. Kann ich dich auch einfangen oder umbringen oder so? Schatz, wo ist meine Schrotflinte? Oh, er ist hinter mir gewesen. Wo bist du? Hat er die? Nein, er ist da im Gang, ist er da in das hintere rechte Zimmer. Ja, schau, aber dass er die attackiert. Er kommt. Ja, ich will nicht sterben, Amana. Es ist gegangen. Jawohl, ich habe ihn fotografiert. Ich race. Er holt die. Nein, okay. Okay, Markus, komm mal. Haben da jetzt alle als ich gerichtet? Ja. Poltergeist durchschnittlich beunruhigt, oder? Genau. Jetzt gehst du an das Ding an. Du starten, hochladen. Und dann bestätigen. Moment, und ich hab gerade was anderes gedruckt. Oh oh. Weinen. So. Genau. Dann Dateien hochladen und dann bestätigen. Wenn's passt, kommt so ein grünes Ding oben. Da passiert nichts. Hä? Muss eh drucken. Hochladen, muss eh drucken. Druck her. Hochladen. Oh, genau. Jetzt kannst du Tabulator drucken und jetzt steht da, wie man fangen müssen, oder? Bei mir schaut mir da kein Geistertyp ausgewählt. Ja, dann hast du den Poltergeist nicht angeklickt. Nein, ich habe ihn angeklickt. Du musst ihn bei Forschung dann anklicken. Ja. Jetzt ja. Okay. Ist das jetzt? Alter, Fragezeichen, Stimmung, Fragezeichen. Ah, das kann man. Nein, du musst alles anklicken auf der Rechte. Okay. Und jetzt steht da oder materialisiere den Geist, oder? Punkt 1, haben wir erledigt. Ja. Punkt 2, wir müssen jetzt noch Salz in die Schnauze pfeffern, danach das Weihwasser, danach Salz alle. Salz in die Schnauze pfeffern? Ja. Okay. In die Schnauze salzen. danach Weihwasser, danach alle Türen im Haus öffnen, danach die Voodoo-Puppe ins Haus bringen und danach müssen wir den Geist fangen. Okay. Da rechts siehst du jetzt, was schützt vor ihm, was schützt und verärgert und was schützt nicht. Okay. Also das ist bei jedem Geist unterschiedlich. Jetzt soll der König mal Salz mal mitnehmen, das erledigen. Ja, und wer Salz. Wird denn der Allerbeste sein? Wie keiner von du darfst gern der Allerbeste sein, aber wir warten denn. Du musst zuerst alles machen, bevor das... Genau, du musst das nach der Reihe abschaffen. Jetzt natürlich gern Serner. Ich nehme das Weihwasser gerade auch noch mit, dann mache ich die ersten zwei Sachen. Genau. Mach ich mal alle Türen auf. Genau. Nein, du musst noch warten. Nimmt noch jemand die Voodoo-Puppe kurz raus? Die Voodoo-Puppe ist noch im Haus, das wäre cool. Du musst das in der richtigen Reihenfolge abschaffen, weißt du? Oh, er steht schon hinter dir. Muss ich das Salz noch in der Hand haben? Oder? Na, du musst es nachwerfen. Ah ja, aber es ist wieder Linksklick. Ich habe Rechtsklick gedruckt, weil ich ein Esel bin. Ja, ist Linksklick. Hallo. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Da ist er. Du kannst ja, er rennt weg. Weil zum Abschießen sollte er attackieren und wenn er dich attackiert, bist du doof. Ah, okay. Aber ich bin nur ein Leber. Ja, du bist weg, wenn er den killt. Ich sehe ihn nicht. Er war gerade noch da. Ah, da ist er im Eck. Ich hab gemisst. Ja, den musst du ein neues kaufen. Kannst du nicht. Du hast so viel Geld. Ja, den können ich hab mal das fliegt in den Bogen, weil das schaut aus wie ein Säckle, nicht wie eine Granate, die du gerade durchschießt. Hast du mit dem Geist nicht geredet über den Rundfunk? Ich hab's probiert, aber er hat nicht geantwortet. Da hinten ist das König. In der Box, neben dem Laptop. Ah ja, perfekt. Ich tät, wenn er irgendwo mal kurz erscheint und in der Ecke hockt, dann funktioniert das meistens nie mit dem Abwerfen. Ich hab leider vorbeigeschossen. Das war mein Problem. Ich warte, bis ein Attack kommt. Das zählt nämlich oftmals nicht. Aber gut, Salz kostet etwas $30. Das. Keiner paar mehr kaufen. Ist es. Wir hören. Ja? Boah, schon Glück gehabt, Markus. Aber genau bei so einer Situation hätte ich nicht werfen, weil das zählt voll oft. Nicht auch wenn er direkt trifft. Ich hör's. Ah. Ich hätte mich einfach da in die Decke in die Hocke da. Warte, das attackiert. Na, das ist echt das Beste, weil dann kann er die nicht irgendwo von hinten angreifen. Das stimmt. Ah, er hat mich aber angegriffen. Ma, ich hab
Ich hab geklickt aus Versehen. Echt? Ich wollte Mausrad drucken und jetzt habe ich geklickt und hab's an die Wand pfeffert. Du hast Salz an die Wand pfeffert, oder? Ja. Hab ein neues gekauft. Ja, du kannst es gern selber machen. Jetzt habe ich meine Taschenlampe verloren. Ja gut, dann mach ich es halt selber. Hast du aber das Weihwasser? Ich triff einfach nicht. Ja, ich hab das Weihwasser nicht. Profi-Gamer Vivi. Jetzt, ja. Machen wir das. Ich leuchte für die. Für die richtige Stimme. So, ich mach das Licht aus für die richtige Stimme. Manchmal wir könnten ja gleich hintereinander beides anwerfen, ha? Ich gang jetzt mal ein bisschen provozieren. Da ist er. Okay. Da hat er gerade einen Sekunden geguckselt. Es kann nämlich auch sein, dass der Geist mit der Zeit Möbelstücke verrückt, gell, dass aus einem gewissen Teil vom Haus nicht mehr rauskommst. Aha, geil. Ja, das haben sie cool gemacht. Da hinten ist die Tür auf dem Zugang. Ah, ja, rennt da. Er kommt von der Treppe. Er kommt von der Treppe. Ah, bonjour, Opa. Sehr gut. So, Weihwasser, König. Okay. Do it. Er kommt. Wo denn? Er ist gerade in die Küche gerannt. Nein, im Eckstadt. Ja, aber das wirft jetzt nicht. Nicht werfen, ja. Wart wirklich, bis er direkt auf die Zug rennt. Lauf einfach mal still rauf, ist bei mir auch. Einfach ein bisschen umeinander rennen. Na, come on, so eine Scheiße. Ich dachte, wir können da 360 wegflicken und dann sowas. Wo haben wir da? Weihwasser da. Mann, das wird jetzt ein Spiel, wo man nicht jucken kann. Das macht mich immer ganz woogie-woogie. Ja, das stimmt. Und jetzt ist eine riesige Hütte. Ja, das ist eh noch die Ja, von vorne schaut es irgendwie voll klein aus, aber dann. Wenn du mal eine kleine gehst. Ja, die anderen Maps sind geil. Die Sumpf-Map, die gefällt mir total geil. Halt das Sumpfhaus. Oh, das bist du schon wieder. Oder wie dir irgendein Schatten ums Eck Markus, ohne Licht. Ja. Du könntest da zum Beispiel schon mal, du siehst jetzt zum Beispiel, wenn Tabulator druckst auf Abfassung des Gespensts, oder? Da gibt's die. Ich höre seine Schritte. Die goldene Bombe, das dritte Item, oder? Bei Schützt. Ja. Du siehst jetzt, die brauchen wir jetzt nicht fürs Ritual, oder? Das heißt, du könntest jetzt die mitnehmen und falls du im Haus wärst und er tät die Angriffe, haust du ihm das ins Gesicht und dann tät schon überleben. Jetzt okay. Ich hab. Oh, hä? Ja, er hat mich attackiert, aber ich bin. Nein, rein. Es ist durch und durch. Ich weiß nicht, was er will von mir. Ja, das hat nicht zählt. Aber letztes Mal ist alles so easy gegangen. Ja, und jetzt, ja. Er ist einen halben Meter vor mir gestanden. So, wo ist der Kollege? Dumme Hund. Komm mal her da. Poltergeist. Ich hab doch noch gerade den Fernseher geschaltet vorhin. Ich möchte nämlich schneller mal Level 20 wäre, dass ich mal den Campus freischalten kann. Dahinter hat er wieder Rucksack gewechselt. Jetzt fängt man an, das Herz zu schlagen. Da oben brennt überall das Licht. Tut ja gar keine Stimmung. So, wo bist du, mein Jung? Da ist schon in der Tür zugegangen. Ah, nein. Jetzt hat's mich geschreckt. Okay, jetzt blinkt doch alles. Ja, das macht ab und zu. Jetzt mach ich schüchtern. Ah, so. Ich hab jetzt einfach gewartet, bis ein Attack kommt. Ja, der schon, der ist vor mir gestanden, aber ich hab. Jetzt haben wir alle Türen auf, oder? Durchgeschossen. Nehmt aber irgendwas mit, um euch schützen. Ich hab nichts. Die goldene Bombe oder die Fackel. Ja, dann nimm du die Fackel mit, König, aus dem Van. Wo ist denn die Fackel? Weil sonst bist du fällig, wenn er dich attackiert. Ah, okay. Aber fuck. Er rennt gerade Stiergerufe. Ja, ich glaube, er kommt zu mir. Ah, ich bin gerade Stiergerufe gerannt. Okay. Ah, da. Wenn dann alle Türen aufmachen, oder? Ja, die Tür, die ist voll fein. Erstens, weil die Fußspur gleich findest. Wir müssen schon alle Türen aufmachen, oder? Alle Türen aufmachen, genau. Okay. So machst du alle zu, oder? Nein, er macht alle zu. Echt? Macht der sie zu? Ja, jetzt steht er vor mir. Ah ja, der steht da unten im Eckgeschoss. Boah. Bin jetzt gestorben? Ich hab eine Fackel in der Hand! Der ignoriert mich ja nur noch. Okay. Weihwasser fliegt durch und durch, die Fackel ist ihm scheißegal. Fake News. Kann er mal aufhören, die ganze.
Ja, cool, ich kann auch rumfliegen, ich sehe ihn. Ah, du kannst Türen auch aufmachen sogar. Ja. Ja. Okay, wo du Puppe ins Haus bringen? Okay, also hol dir den Pokéball, Markus, komm. Da ist noch vor mir, er läuft gerade Stärkung. Ja, hol dir den Pokéball. Wenn wir einen Pokéball versuchen haben? Unendlich, dann kannst du überall anwerfen. Oh, er ist immer noch bei der Stiege. Immer mit dem. Außer du hast viele Items, noch drei Items dabei. Verfolgen, er ist oben Stop. Rechts im Gang. Kannst jetzt einfach mal werfen. Er guckt jetzt die Stiege, aber Anna, er läuft wieder oben links in den Raum. Ich muss zuerst mal in Probe werfen. Ja, das kannst du außerhalb, ja. Kannst immer wieder oben, ja. Er guckt jetzt, also, na. Oh. Er ist gar nicht getroffen. Fix aber getroffen. Oder dann getroffen. Ich habe einen Fuß geschossen. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war.